Ein sich rasend schnell ausbreitender Waldbrand im Norden Kaliforniens hat die Stadt Paradise fast vollständig zerstört. Tausende Gebäude sind niedergebrannt, das teilt die kalifornische Feuerwehr am Donnerstag mit. Auch ein Teil des örtlichen Krankenhauses sei niedergebrannt, berichten die Behörden. Mehrere Zivilisten und Feuerwehrleute sind verletzt. Es gibt auch unbestätigte Berichte über Todesopfer. Wind, der für die schnelle Ausbreitung des Feuers mit bis zu 15 Meter hohen Flammen sorgt, hat Paradise vernichtet. In der Gemeinde sind 27.000 Menschen zu Hause. Sie haben die Stadt am Donnerstag verlassen müssen. Wie viele Einwohner bei dem Brand verletzt worden sind und wie groß das Ausmaß der Schäden ist, können die Behörden zunächst nicht konkret sagen. Es sei zu gefährlich, das Gebiet zu betreten. Die Stadt Paradise befindet sich rund 290 Kilometer nordöstlich von San Francisco. Nach Auskunft der Feuerwehr ist das Campfire am Fuße des Sierra Nevada Gebirges in wenigen Stunden auf einer Fläche von über 70 Quadratkilometern angewachsen. Vizegouverneur Kevin Newsom hat für den Bezirk Butte County den Notstand erklärt, um auf diese Weise schnell Hilfe zu mobilisieren. Eine Fläche von mehr als 3000 Hektar sei verbrannt worden. Auch die 93.000 Einwohner zählende Stadt Chico galt als bedroht. Kalifornien erlebt eines der schlimmsten Waldbrandjahre in seiner Geschichte. In diesem Sommer wütet auch in der Nähe des berühmten Yosemite-Nationalparks ein Brand. Das bei Touristen beliebte Yosemite-Tal war wegen starker Rauchentwicklung für Besucher wochenlang gesperrt.